Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Gameboy-Homebrew-Folge. Ja, die letzte Folge ist ja schon etwas länger her, aber auch in dieser Folge stelle ich euch drei wunderbare Gameboy-Homebrew-Spiele vor. Wie immer sind die Links natürlich unten in der Beschreibung zu finden. Und diesmal habe ich mich eher so für drei sehr kurzweilige Spiele entschieden und nicht so für die langen Epen. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir an. Als erstes ist das fantastische Spiel G-Zero dran, und zwar vom guten 7FH. Den kennt ihr auch hier in den Kommentarfeldern, ist er ab und zu unterwegs. Also ist quasi ein Teil unserer Community und das ist natürlich Pflicht, dass ich dieses wunderbare neue Werk von ihm vorstelle. Kurz vorweg, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist das Spiel wohl noch weiter in Entwicklung. Das heißt, ich habe gelesen, dass noch neue Features wie andere Autos und so weiter dazukommen sollen. Wann genau, kann ich euch leider nicht sagen, aber wir schauen mal rein, was es uns jetzt schon bietet. Und ich würde sagen, das ist nämlich so einiges. Und zwar, der Name lässt wahrscheinlich schon vermuten und ihr seht es schon. Es ist so ein bisschen eine Hommage an F-Zero, auf den Super Nintendo natürlich, also von der Optik und so weiter. Und ich finde auch, die ganze Aufmachung und das Spielgefühl ist sehr, sehr F1-Race-lastig. Ich meine auch diese Strecke hier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die ist doch so Pi mal Daumen auch in F1 Race zu finden, oder? Kann mich natürlich täuschen. Also ich finde wirklich wunderbar, wie das Geschwindigkeitsgefühl hier rüberkommt. Also ich bin vorweg natürlich immer ein relativer Dulli, was so Autorennspiele angeht. Also ihr habt im Prinzip einen Knopf zum Gas geben, einen Knopf zum Bremsen natürlich. Und unten habt ihr natürlich so die üblichen Anzeigen wie Zeit, Speed, ne, also eure Geschwindigkeit und Power. Power ist eure Lebensenergie im Prinzip. Das heißt, wenn ich hier in die Bande fahre oder in einen Gegner reinfahre, dann verliere ich an Power. Wie man hier sieht, habe ich natürlich gerade mit Absicht demonstriert. Also ihr fahrt immer zwei Runden, es gibt verschiedene Kurse. Und ja klar, wenn die Power natürlich alle ist, dann ist euer Auto, ich wollte gerade sagen Schiff, aber es ist ja quasi ein Auto, ist es logischerweise zerstört. Das heißt, ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen, dass ihr hier nicht irgendwie großartig in die Banden fährt. Das bringt natürlich noch so ein ganz eigenes Spielgefühl mit rein. Bei F-Zero auf dem Super Nintendo war es ja so, dass man dann auch irgendwie verlangsamt wurde, aber es nicht zerstört werden konnte. Und ihr fahrt halt immer gegen vier Kontrahenten, ne? Wobei das Feld natürlich immer, zumindest so wie ich das immer gespielt habe bisher, immer relativ weit auseinander ist. Mal gucken, ob wir hier vielleicht den ersten Platz sogar hinkriegen. So, mal gucken, jetzt ist sie gerade oder werden wir nur Zweiter? Und? Okay. Nur Zweiter ist war wirklich knapp, Leute, würde ich sagen. Und mal gucken, ob ich. Oh, ich muss mal Erster werden. Ich wollte gerade sagen, als ich es mal gespielt habe, wo ich nämlich mal Erster und dann kam ich natürlich immer weiter. Das heißt, ich probiere es nochmal. Also Musik finde ich auch sehr schön. Leider gibt es natürlich so bisher zumindest jetzt keine großen Ausweise an irgendwelchen großen Turniermodi oder irgend sowas. Also im Prinzip fahrt ihr halt wirklich eine Strecke nach der anderen, müsst halt Erster werden. Aber ich finde halt die grundsätzliche Aufmachung und die Idee dahinter finde ich einfach fantastisch. Es ist auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Ich finde, gerade dieses Augenmerk, dass man jetzt wirklich hier aufpassen muss, nicht an die Ränder zu fahren, finde ich halt eigentlich auch einen sehr interessanten Ansatz. Wie gesagt, ich bin ein Dulli, was solche Rennspiele angeht. Und dadurch muss man halt etwas mehr aufpassen und vorsichtig fahren. Aber bei vielen Spielen, vor allem auch die frühen, ne, da könnt ihr ja eigentlich Dauergas geben und wenn ihr halt mal so ein bisschen rausfliegt, ist das jetzt hier nicht weiter schlimm. Aber hier müsst ihr halt wirklich mit sehr viel mehr Fingerspitzengefühl rangehen. Also die ganze Steuerung an sich geht vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, das Wichtigste, was ich finde bei so einem Rennspiel, und zwar das Geschwindigkeitsgefühl, das kommt echt gut rüber. Die Musik geht auch in Ordnung. Also ist es natürlich, muss ich natürlich auch fairerweise sagen, jetzt kein Meisterwerk, aber die groovt schön so im Hintergrund mit auf jeden Fall. Mal gucken. Nicht, dass ich wieder nur Zweiter werde. Das wäre natürlich blöd. Nee, nee, komm, 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 komm. Ich habe dich gerade überholt. Bleib da, bleib da, bleib da.
Aber ich denke mal, so wie ich den Guten kenne, wird er das hier noch so ein bisschen weiterentwickeln. Ist die Version 1.0, glaube ich, die ich jetzt hier gerade spiele. Aber wie gesagt, es sind noch weitere Features angedeutet. Ich glaube, ich werde wieder nur Zweiter. Ne? Schade, ich dachte, ich kann euch die zweite Strecke zeigen. Aber wie ihr seht, es ist nicht ganz einfach, das Spiel. Aber das ist auch gar nicht verkehrt, weil wenn es zu einfach wäre, wäre auch blöd. Und zwar, ja, würde ich sagen, schaut da einfach mal rein. Wie gesagt, ich habe ihn nur unten in der Beschreibung verlinkt. Und als nächstes wartet ein Plattformer auf uns und der ist richtig sympathisch gemacht. Also der bietet jetzt euch bis auf hier und da kleinere Sachen, keine riesen Herausforderungen. Und ihr könnt es vielleicht schon hören, so von der Musik her, Kirby, ne? Erinnert mich sehr stark an Kirby, leider von der Spielmechanik nicht so sehr. Die ist relativ eingeschränkt, aber von der Grafik und von der Musik her ist das wirklich sehr stark Kirby-mäßig. Und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Also ich finde das Spiel wirklich von der Grafik, von der Musik liebevoll gemacht. Schade, dass es relativ kurz ist. Also es ist kein super langes Spiel. Und wie gesagt, so ein paar mehr Fähigkeiten wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Weil ihr seid zwar diese tolle Kirsche hier, aber ihr könnt wirklich nur die Viecher oder die Gegner platt springen, ne, klassisch Mario-mäßig. Es gibt keine Power-Ups, leider. Also es ist wirklich sehr ausbaufähig gewesen. Ihr seht auch, die Levels sind drin auch relativ kurz. Also ganz, ganz durchgespielt habe ich es nicht. Ich bin auch relativ durchgewascht, muss ich sagen. Es wirkt aber jetzt auch nicht so, dass es jetzt wirklich euch auf allzu große Herausforderungen stellt. Und wie ihr seht, die Level sind einfach liebevoll gemacht. Irgendwie, ne? Ihr habt ja auch so Leitern, dass es auch mal ein bisschen nicht ganz so langweilig ist. Und wie gesagt, die Musik finde ich fantastisch. Ich finde die Musik wirklich einfach nur fantastisch. Also hier ist auch wirklich der Fokus eher, denke ich mal, auf das Erleben gesetzt und nicht unbedingt auf die möglichst große Herausforderung. Wie ihr seht, schon Level 2 beendet. Es gibt jetzt nicht die Massen an Gegnern. Aber die Level an sich, die sind sehr abwechslungsreich. Hier habt ihr so eine Stadt. Hier habt ihr keine Gegner. Könnt ihr euch natürlich so ein bisschen unterhalten. Ne? Und so ein Haar. Okay, was ist hier los? Und ha, den ganzen Monster und so weiter. Ne? Hier, da sind Monster irgendwo. Ne? Also, ich finde das einfach wunderbar aufgemacht. Das ist so sympathisch. Und ich bekomme gleich wirklich dieses Kirby-Feeling. Und wenn was Kirby kann, dann ist es wirklich ein so ein bisschen eine wohlige Atmosphäre irgendwie zu geben. Das Level zeige ich hier noch. Wie gesagt, es ist wirklich ein sehr kurzes, angenehmes Spiel. Oh, genau. Und das wollte ich euch zeigen. Wenn ihr sterben solltet, ne? So sieht das dann aus. Das heißt, wenn ihr euch aber nicht allzu dullihaft anstellt, so wie ich, dann sollte das eigentlich auch alles ganz in Ordnung gehen eigentlich. Also sie haben sich wirklich schon Mühe gegeben bei der Levelgestaltung. Und gerade sagte ich ja noch, das Spiel ist jetzt nicht so super schwer. Aber bevor ich euch jetzt wirklich gleich das ganze Spiel zeigen sollte, weil, wie gesagt, viel mehr gibt es da leider nicht. Solltet ihr trotzdem mal reinspielen, macht wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Und das letzte Spiel ist Space Samurai. Das habe ich rausgesucht, weil es vielleicht nicht das beste Spiel ist. Aber irgendwie hat es einen gewissen Charme. Und zwar ist es ein Shoot'em-up. Und so die allgemeine Gestaltung finde ich sehr schön. Wie man hier sieht, habt ihr auch schon eine Art Gallery, die ja, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, Spoiler, ich habe es bisher nicht durchgespielt, weil Shoot'em-ups sind immer schwer, ne? Und ich bin Dulli, aber ich finde so eine Idee irgendwie so geil, ne? Das ist so schön abgedreht, ihr seid ein Space-Samurai, ne? Und der Shogun ist gefallen, also müsst ihr hier space-mäßig euch jetzt durchkämpfen. Finde ich fantastisch. Die Musik finde ich gut, die allgemeine Gestaltung ist sehr schön. Grafikmäßig gibt es leider hier und da Slowdowns, wenn zu viel auf dem Bildschirm unterwegs ist. Also das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr optimiert werden. Es gibt auch leider keine Power-Ups und ihr könnt euch hier leider auch in der Standardansicht nicht hier nach links und rechts bewegen, sondern nur von oben nach unten. Auch hier wollte ich gerade sagen, stellt es euch nicht vor allzu große Herausforderungen, aber also ein Treffer, ihr seid tot. Ne?
Das ist natürlich typisch, aber ich finde es halt schade, dass es irgendwie nicht irgendwie Checkpoints gibt oder Leben oder irgendwie sowas. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das Spiel gepackt, auch wenn es wirklich sehr bare bones ist, sage ich mal. Und vielleicht auch von den Gegnern und so weiter her nicht das Kreativste ist, aber so diese Grundprämisse und dieses Grundspielgefühl finde ich halt super. Und deswegen ist es wirklich auch mal einen Blick wert. Ein bisschen ruhiger, vielleicht, dass ihr das mal hört. Also, ihr könnt zwar auch Dauerfeuer machen, aber dann habt ihr nicht so eine hohe Schussfrequenz, als wenn ihr das wirklich selber macht. Okay, das habe ich jetzt gerade wirklich nicht aufgepasst. Ein Versuch mache ich noch. Ich wollte es euch eigentlich gerade mal irgendwie besser vorstellen, aber das ist dieser Vorführeffekt. Ne? Zumindest rede ich mich da immer mit raus. Ne? Man kann es ja mal versuchen. Ja, okay. Bop, 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 bop. Jetzt mache ich jetzt mal ernst, ne? Also zum Boss bin ich nämlich schon auf jeden Fall gekommen. Ja, also wenn man so ungefähr sich die Pattern gemerkt hat, die man hier sieht, oder, ne? Hier sieht man Slowdowns, ne? Sobald mir ein paar mehr Gegner irgendwie auf dem Bildschirm sind, leider, leider, leider. Wie gesagt, mit ein bisschen mehr Optimierung. Ich schätze mal, es wird ja auch mit Gameboy Studio gemacht worden sein, gehe ich mal so aus dem Bauch heraus. Ich denke mal auch, dass da neuere Versionen da auch mittlerweile irgendwie mehr Optimierungsspielraum finden. Genau, da sind nämlich auch die Level auch so etwas getrennt. Aber wie gesagt, ich finde halt die Hintergründe finde ich halt wirklich sehr schön. Obwohl die wirklich sehr, sehr simpel sind, passt das irgendwie zu diesem Weltraumfeeling. Das sind im Prinzip wirklich nur so ein paar kleine Elemente, sage ich mal. Dass ich euch gleich zumindest mal den Boss zeigen kann, weil der ist ziemlich cool gemacht. Ich bin ja natürlich wie immer top vorbereitet hier. Also die Musik auch hier ist nichts Besonderes, aber ist doch ganz cool. Also den Boss hier finde ich super, ne? Also ich könnte ja auch dann plötzlich dann nach links und rechts fliegen. Und wie ihr gesehen habt, verkackt man es da relativ schnell, aber ruckelt da auch sehr viel. Also technisch ausbaufähig, aber ich finde es trotzdem mal, ist es mal wert reinzuspielen auf jeden Fall. Und ich hoffe, die diesmalige Auswahl hat euch gefallen und ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschö!